Weihnachten in Lazytown. Wow! Es schneit, was das Zeug hält. Oh, heißt das, es gibt jetzt bald Weihnachtsgeschenke, hä? Ist es wirklich soweit? Gibt's Geschenke? Ist es soweit? Oh, ein Geschenk. Ist das für mich? Ist das für mich? Für mich? Für mich? Ist das Süßigkeit? Ich habe gerade Senta-Senf dazu's Geschenk verpackt. Darauf kommt ihr bestimmt nicht. Tada! Wie geht das Ding wieder aus? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wie jetzt Geschenke? Und mir hat keiner was gesagt. Auch gut, wen interessiert's? Mich jedenfalls ganz und gar nicht, sowas Blödes. Ich gehe nicht, selbst wenn Sie mich einladen. Nie und nimmer. Vielleicht mache ich mal eine Ausnahme. Nur für ein Minütchen. Welches ist denn jetzt mein Geschenk? Welches denn? Welches? Ich will Süßigkeiten, lieber Siggi. Siggis? Stefanis? Das ist meins. Oh. Ich stehe auf das Geschenke bekommen. Mit dem Geschenke verschenken habe ich Schwierigkeiten. Wann gibt's denn endlich die Geschenke? Gibt's die jetzt? Ja. Nein, Siggi, du musst lernen, abzuwarten, klar? Hey, meinen Berechnungen zufolge kann er das nicht. Er hat 162 Bonbons gegessen. In einer Stunde. Ich kann ihm nicht anders. Weihnachten ist ja so schön, so schön. Weihnachten ist ja so schön. Aber ich hätte da eine Idee. Und zwar werde ich die Weihnachtsparty in eine Schneeballschlacht umfunktionieren. Jedes Jahr ist Sportakus ein ganz spezieller und ein ganz besonders wichtiger Ehrengast bei Tisch. Er thront auf dem Stühlchen. Ja, schmeckt es denn? Hallo, oh, frohe Feiertage. Oh, und auf Wiedersehen. Aber diesmal nicht. Uhr 6 schlägt, schießt die Kanone einen megagigantischen Schneeball dem Bürgermeister durchs Fenster und katapultiert Sportakus schon mal ins neue Jahr. Und schon fängt's an zu schneien. Wow! Und nun mache ich auch einen riesigen Schneeball. Das ist riesig genug. Oh, ouch! Für mich. Von mir. Vorsicht, Meinhard, die Dekoration muss richtig hängen. Nageln Sie die doch bitte dort an. Ja, ist recht so. Nein, nein, nicht nach rechts, nach links. Wie jetzt? Wohin? Hey, Meini, hab ich dir gesagt, was ich für ein Geschenk will? Hab ich dir meinen Wunschzettel gezeigt? Ja? Oh, wow! Da hängen ja zwei rote Lämpchen direkt nebeneinander. Ach, Gottchen. Hör mal! Steh! Ach, zum Kuckuck! Wie soll ich meine Geschenke adressieren, wenn du mir ständig dazwischen redest? Oh, Vorsicht, mein Hopf! Vielleicht sollte ich lieber rausgehen und Schneeengel machen. Ja, ich mach Schneeengel! Ich mach Schneeengel! Ja. Tolle Idee. Los! Ich geh nach draußen, ich geh spielen, tschüss! Zwei rote Lämpchen nebeneinander geht nicht. Jemand hat ein Problem. Und nun das weiße Lämpchen dahin. Ach so, ja. Bowlingkugel! Upsala! Halten Sie sich fest! Vielen Dank, Sportakus. Gern, Herr Bürgermeister. Gute Güte! Was ist denn los? Der Bürgermeister hat die Lichterkette aufgehängt. Ja, und? Er ist von der Leiter gefallen und Sportakus hat ihn gerettet. Ach, also wie immer. Du sagst es. Meinhard, kommen Sie runter da. Wir müssen noch die Namensschilder an die Päckchen machen. Ich komm schon, Fräulein Senf, dazu. Darf ich Sie mal was fragen?
Wie ist das für Sie, wenn Sie Leuten Geschenke schenken? Naja, im Allgemeinen sagt man ja, geben ist seliger denn nehmen. Oh, und diesen Quatsch glauben Sie? Oh ja, natürlich. Junger Mann, anderen Geschenke zu geben macht glücklich. Glücklich? Nie im Leben, mich macht das einfach krank. Geschenke verschenken. Oh, meins, meins, meins. Oh, alles meins, 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 meins. Den Zeitzünder werde ich auf 6 Uhr stellen. Na also, es geht doch. Es tickt. Spartacus. Hi, Stefanie. Was wird das denn? Na, ein Schneemann. Tatsächlich? Hm? Soll ich dir vielleicht helfen? Ja, gerne. Wenn du die Große nimmst, dann roll ich die Kleine. Ist gut. Los geht's. Oh, wo sind meine Lollipops? Oh nein, meine Lollipops sind weg. Ah, jetzt mach mal einen Punkt. Du hast sie in der Hand. Ja, aber ich... Siehst du? Oh, stimmt. Stell sie dahin, Spartacus. Okay. Ah, oh, perfekt. Zufrieden? Na klar. Und nun noch den Kopf. Sekunde. Ah. Wow. Siggi? Ja? Bist du etwa schon wieder ein Lolli? Eigentlich nicht. Das sind Ohren. Ohren für deinen Schneemann. Ich mach sie gleich dran, okay? Ich mach sie. Ich mach das. Siggi, ist was nicht in Ordnung? Ich bin so aufgeregt wegen Weihnachten, weißt du? Und dann esse ich ganz viel Süßes. Und das macht mich dann noch hippeliger. Und dann muss ich noch mehr Süßes essen. Ja, so ist das mit dem Zucker. Aber wie kann ich damit aufhören? Du musst das ja nicht ganz lassen. Manchmal darf man ja Süßigkeiten essen, nur nicht dauernd. Ach so? Du willst, dass ich mir das einteile, oder? Oder? Ja. Power Snacks. Oh, Power Snacks? Genau. Oh, wow. Hey, ihr beiden, habt ihr eine Nase für den Schneemann? Die passt, vielen Dank. Wow. Die Power Snacks funktionieren auch als Nase. Ja, erstaunlich. Ja. Viel Glück, Siggi. Ja, danke schön. Wir sehen uns. Ja, Spartacus, danke. Wow, ja. Leiter. Ist das nicht herrlich, Meinhard? In der Tat, Senf dazu. Ach, ich glaube, die passt ganz gut hierher. So, das hätten wir. Herrlich, herrlich, immer wieder herrlich. Ich denke, die rechte Seite kann noch etwas Schmuck vertragen. Okidoki. Ach, die Sachen. Gleich sind wir fertig. Nur noch ein, zwei Kügelchen. Mein Gott! Finger weg von den Geschenken. Mist, was Senf dazu? Evo, ach was. Mein Hart! Oh, danke, meine Liebe. Ach, ist das nicht schön, Senf dazu? Doch, ja, in der Tat. Aber wir sind noch nicht fertig, mein Hart. Ich glaube, ich muss mal ganz schnell nach Siggi sehen. Ich war nie hier. Die Weihnachtsgeschenke, wie konnte ich die bloß vergessen? Ach, ich habe noch massenhaft Zeit, die Geschenke zu klauen, bevor der Schneeball einschlägt. Aber wie nur? Einfach reinspazieren geht nicht, denn dann erkennen die mich ja gleich. Nun heißt es tarnen, tricksen und täuschen. Schleifen, Schmuck, Geschenke ringsumher. Leise fällt der Schnee, das freut uns sehr. Zweige, Kerzen, Weihnachtsschmuck aus Glas. Ne Schneeballschlacht macht Spaß. Weihnachtsgans und Plätzchen schmecken fein. Dann gibt's ein Geschenk für groß und klein. Ganz spät nachts schlafen wir erst ein. Kennt ihr den da? La 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 la.
Geschenken an. Ho, ho, ho. Für wen ist das? Er schenkt so viel er kann. Mir auch. Ho, ho, ho. Mit Marzipan, mit Ball und Stock und Eisenbahn. Ho, ho, ho. Singt der Sopran. Frohe Weihnacht. Los, komm. Komm schon. Das ist der Weihnachtsmann. Hey, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, hey. Du bist es wirklich. Hallo. Ach, du meinst mich? Tja, Momentchen, hier ist ein Bonbon. Oh, toll. Und jetzt verzieh dich, geh nach Hause. Ein Bonbon? Ja. Ich glaub, das darf ich nicht. Unfug, natürlich sollst du Süßigkeiten essen. Ich hab noch mehr. Eine ganze Schachtel, hier, nimm alle. Und jetzt geh nach Hause. Weißt du, Weihnachtsmann, ich, okay. alle, sag mal. Was? Hast du noch mehr Süßigkeiten? Ich will noch mehr Süßigkeiten. Darf ich mal in deinen Sack gucken? Bitte. Ja, okay. Mehr vertragen. Bitte, ich bitte, bitte. Einen Lollipop hier. Bitte. Wow, ein Lollipop. Oh, toll. Ich stehe voll auf Lollipops. Meine letzten beiden habe ich dem Schneemann geschenkt. Kleiner, und dabei. Kann man dich nicht irgendwo abschalten? Nein. Aber ich würde dir so gerne erzählen, was alles auf meinem Wunschzettel steht. Was? Ja, darf ich? Ich hab jetzt leider überhaupt keine Zeit. Ich hab's furchtbar eilig. Ich muss nämlich in alle Häuser von Lazytown und das bevor es 6 Uhr schlägt. Boing. Ach, wirklich? Ja. Boing. Boing. Haha, verstehe. Dann zähle ich's am besten ganz schnell auf. Was? Ich will Schokolade und Bonbons. Ich will Zuckerstangen und ich will Lollis. Dann will ich noch Kaugummis und vielleicht... Das war die letzte. Alles fertig. Mein Hart, haben Sie nicht eine Kleinigkeit vergessen? Wollen mal schauen. Die Kugeln hängen richtig? Ja. Die Lichterchen brennen auch schon? Ja. Der Truthahn ist im Ofen. Geschenke sind eingewickelt. Genau. Und wo, wenn ich fragen darf, sollen die Geschenke denn liegen? Natürlich, wie immer unter dem... Huch, der Weihnachtsbaum. Ach Gottchen, da haben wir doch glatt den Weihnachtsbaum vergessen. Da müssen wir uns ranhalten, Senta-Senf dazu. Und kann der Weintrauben will ich auch noch. Ich glaube, das ist jetzt alles. Ach, echt alles? Warte, Moment, ich muss noch was ändern. Was, willst du noch mehr? Nein, nein, ich will lieber Powersnacks. Weil Süßigkeiten mich nämlich ganz hüppelig machen. Oh, Verzeihung. Ist das so? Hat sich verklebt. Jetzt muss ich aber wirklich los. Schade. Na gut, Weihnachtsmann, dann hab noch mal vielen Dank. Oh Mann, die anderen werden staunen. Ich dachte schon, ich sitze hier noch bis Mitternacht. Weihnachtsmann? Was ist? Hier, bitte sehr. Ich soll mich durch diesen Wälzer quälen? Das ist kein Buch, das ist mein Wunschzettel. Ich habe ein Sachverzeichnis angelegt, damit du es leichter hast. Ja, und... Weil du ja älter geworden bist und meine Geschenke immer schwerer werden, glaube ich, dass du dieses Jahr eine Schubkarre brauchst. Wie bitte? Schlittenfahrt, Schlittenfahrt, Schlittenfahrt im Schnee. Warte mal, wen ich gerade gesehen habe, Stefanie. Das glaubst du nicht, das glaubst du nicht. Ich hab den Weihnachtsmann gesehen, den echten Weihnachtsmann. Der war total nett und jetzt weiß er auch genau, was ich zu Weihnachten haben will. Oh, wow, der sieht ja toll aus. Nein, du fasst den nicht an. Na, dann wollen wir mal. Der Weihnachtsbaum muss ausgesucht werden. Weihnachtsbaum, ja, ganz groß. Hey, wartet auf mich. Ganz schön wundern, wenn gar keine Geschenke mehr da sind.
für Siggi. Für Meini. Für... Das war ich nicht. Oho. Für Senta. Was? Ha. Für Freddy. Für Freddy? Das bin ja ich. Die wollen mir was schenken. Los, Leute, kommt schnell! Oh, Tempo, Tempo, Tempo! Oh, ja! Tannenbaum, oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie danke deine Blätter! Du grüßt mich nur zur Sommerzeit. Oh, da steckt jemand im Kamin. Ganz schön dunkel hier drin! Jemand hat ein Problem. Das ist der Weihnachtsmann! Was sagst du? Wer ist das? Wie ist das? Ist er es wirklich? Ich hab's euch doch gesagt, er ist es! Braucht jemand Hilfe? Spartacus! Was ist los? Oh Mann, du musst uns helfen, den Weihnachtsmann aus dem Kamin zu kriegen, ja? Vielleicht ist er dort stecken geblieben, weil er so viele große Geschenke für mich hat. Klemmt zufällig auch eine Schubkarre im Kamin? Natürlich nicht! Okay, seid ihr soweit? Ja! Eins! Zwei, drei! Du hast die Tür! Ja! Aber! Hä? Freddy, faulig! Oh, Freddy, faulig! Ho, ho, ho! Ich wollte nur, also ich wollte gerade die Geschenke ausliefern. Ich war meine Geschenke auch. Du musst dich aber nicht als Weihnachtsmann verkleiden. Der richtige Weihnachtsmann ist ja hier bei uns, in Lazytown. Ach, wirklich? Ja! Ja. Dann gehe ich wieder. Nein, das musst du nicht. Bleib hier bei uns. Du musst nicht weggehen. Ja. Nein, nein. Soll ich das? Ja. Sollst du. Aber brav musst du sein. Das mache ich. Damit habe ich keine Schwierigkeiten. Ach ja? Da bin ich ganz sicher. Können wir die Päckchen aufmachen? Geschenke aufmachen. Ja. Aber zuerst wird der Truthahn gegessen. Ja. Der Braten ist wirklich ein Gedicht. Ich komme einfach fantastisch, obwohl man sich ja nicht selber loben soll. Und da du ja heute zum ersten Mal am Weihnachtsessen teilnimmst, darfst du auch auf dem Ehrenplatz sitzen. Ja! Was? Ja, ich bin Ehrengast. Dankeschön. Ja, lasst uns anfangen. Dankeschön. Du musst bei mir sitzen. Hey, Twiggy. Ich heiße Siggi. Wie auch immer. Gibt's nicht bald die Geschenke? Wann ist es, Sei nicht so ungeduldig, Freddy. Noch nicht. Das ist dein erstes Mal. Ich kann warten, Man muss das verstehen. Das riecht lecker. Den ganzen Tag. Es kann gegessen werden. Ja! Dürfen wir nicht mal die Geschenke aufmachen? Was Freddy ist damit? Fauli, ja. Ich hab dir doch gesagt, du musst Geduld haben. Möchtest du das hier? Danke, sieht ja lecker aus. Möchtest du auch eins? Bitte. Ich will kein Gemüse, lieber Fleisch. Ich auch. Jeder kriegt Lieber Freddy, immer eins nach dem anderen. Das muss ich nicht, da hast du recht. Stimmt doch, Sportakus, oder? Sehr richtig. Ich werde jetzt ganz brav meinen Teller leer essen und dann machen wir die Geschenke auf. Wir machen Päckchen auf. Ich kann's nicht mehr abwarten. Da kann ja wirklich nichts mehr daneben gehen. Bürgermeister, geht Ihre Uhr vor? Nein, es ist Punkt 6. Es ist genau 6. Was? Ich glaube, ich habe ein Problem. Alle verstecken unter den Tisch. Ist jemandem was passiert? Mir tut nichts Nein, weh. Zum Glück nicht. Okay. Es war nett von dir, dass du uns gewarnt hast, Freddy. Ja, ich weiß, gut sein ist immer ganz gut. Aber
Wer macht denn nur einen solchen Unfug, ganz besonders zu Weihnachten? Das frage ich mich auch. Ja, ich mich auch. Das gehört sich nicht. Und wie ist es nun? Öffnet man jetzt die Geschenke? Ja! Die Geschenke dürfen aufgemacht werden. Bing, bang. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Tanze. Bing, bang. Wortsalat, der alles heißen kann. Toll! So ein Quatsch und bloß für ein paar stinkende Socken! Ach, das lohnt sich doch gar nicht! Da bin ich lieber schlecht, denn das bin ich nämlich gern! Und ich bleibe böse! Was glotzt du so in die Gegend?